Hallo, das sind Katharina und Ugochi. Und das ist meine Mama. Wir wollen euch heute zeigen, wie man Mensch ärgere dich nicht auch in Bewegung umsetzen kann. Du brauchst dazu ein Mensch ärgere dich nicht Spielbrett, Spielfiguren und einen Würfel. Das Spiel funktioniert im Prinzip so, wie du es kennst, mit dem Unterschied, dass für jede gewürfelte Augenzahl eine bestimmte Bewegung durchgeführt werden soll. Zum Beispiel würfelst du 1, so machst du einen Einbeinstand und umkreist deinen Körper zum Beispiel mit Ugochi. Würfelst du 2, dann machst du eine Liegestützstellung und hältst diese für 2 Sekunden. Würfelst du 3, so machst du einen hüftbreiten Stand und kreist 3-mal die Hüfte nach rechts und nach links. Würfelst du 4, kreist du 4-mal mit den Armen rückwärts und vorwärts. Für Augenzahl 5 mache 5 Kniebeugen. Und für Augenzahl 6 springe 6-mal den Hampelmann. Das heißt, du würfelst, fasst die Felder nach vor, machst die Bewegung und in der Zwischenzeit kann dein Spielpartner schon weitermachen. Kommst du auf das gleiche Feld wie dein Spielpartner, so schmeißt du ihn nicht hinaus, sondern du kannst ihn zu einem kleinen Wettkampf herausfordern, zum Beispiel einen Kniestandwettkampf. Der Gewinner darf weiterfahren, der Verlierer muss 2 Felder zurückwandern. Und so funktioniert das Spiel. Und gewonnen hat derjenige, der als Erster eine Runde schafft und in das Ziel kommt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mensch ärgere dich nicht spielen, im Wohnzimmer oder auch im Garten. Tschüss!